Hallo meine lieben Freunde und damit herzlich willkommen zurück zu Let's Play Kingdom Hearts 2 mit dem Shadowx. Gut, dann machen wir mal weiter, wo wir aufgehört haben. In Atlantica sind wir nicht ziemlich weit, also sind wir überhaupt nicht weit gekommen. Wir haben ein Musical abgeschlossen und um dort weiterzumachen, bräuchten wir die Magnetmagie. Und diese besitzen wir noch nicht, daher müssen wir erstmal weiterreisen und zur nächsten Welt gehen. So, und ich würde sagen, wir nehmen einfach mal das Türchen hier links oder rechts, weiß ich gar nicht, kann mich gerade gar nicht entscheiden. Ich glaube, ich habe jetzt gerade eher Lust auf Halloween Town. Daher gehen wir hier zur Scherbenbresche und schließen einfach mal wieder diese schöne Gummijet-Mission hier ab. Ich hoffe, ich habe jetzt hier automatisch Highwind und so alles ausgewählt. Scheint so, hoffentlich. I don't know. Aber wird schon klappen. Dann rasen wir einfach mal wieder mit Highspeed, okay, wortwörtlich mit Highspeed, einfach mal durch diese Welt hier durch. Wird schon. Absolut kein Thema. So, aber die Musik ist hier eigentlich relativ interessant, muss man schon sagen. Oh. Das Ding, das stalkt uns jetzt so ein bisschen. Aber anscheinend ist es auch wieder weg. Kein Grund zur Besorgnis, meine Lieben. So, da wir auch die Highwind 5 haben, sterben wir ohnehin bei diesen Missionen, glaube ich, auch gar nicht mehr so einfach und schnell. Wir sind schon ziemlich, ja, widerstandsfähig, muss man schon sagen. So. Zwar schließen wir hier die Mission immer mit einer relativ kleinen Punktzahl ab, allerdings stört mich das eigentlich herzlich wenig, weil ich mich eigentlich nie wirklich dafür interessiert habe. Aber für Komplettionisten nennt man doch, ne? Ich glaube, so nennt man Leute, die viele zu 100% zocken. Für Komplettionisten, ja, I don't know. Weiß gerade irgendwie, kannst du irgendwie überhaupt gar nicht aussprechen, das Wort. Komplettionisten, ja. Ist das wahrscheinlich wohl eher eine Sache, da zu machen. Aber ja. Für mich nicht. Für mich reichen die anderen Dinge. Oh, ha. Highwind Entwurf 7 haben wir erhalten. Yeah. Super. Das ist ja mal ein Ding. Ohnehin lohnt sich das, glaube ich, eher, die ganzen Gummimissionen zu machen, wenn man, ja, das letzte Schiff quasi hat. Oder das stärkste, eher gesagt. Dann kann man alles mit Leichtigkeit, glaube ich, abschließen. Gut, dann wollen wir mal hier Halloween Town betreten wir. Gerne. Das hier ist Halloween Town, stimmt's? Ja, es sieht irgendwas sehr nach Halloween aus. Wow! Hey, das ist der Zero. Wie geht's dir, mein Kleiner? Gut, willkommen zurück beim in Halloween Town. Ja, die Musik ist, glaube ich, immer noch gleichbleibend. Hört sich vielleicht musikalisch vielleicht ein bisschen neu arrangiert an. Wenn überhaupt, keine Ahnung. Ich glaube schon. Ja doch, es hört sich auf jeden Fall etwas verändert an. Aber sonst ist alles gleich. Die Ketten scheinen sich verwickelt zu haben. Und das Tor kann nicht geöffnet werden. Was heißt alles gleich? Hier sieht eigentlich so ziemlich fast gar nichts gleich aus. So, zum Beispiel haben wir diese Map hier zum Beispiel auch noch nie betreten können. So, aber wo gehen wir hin? Zero weiß vielleicht, wo Jack ist, ja. Gut, also gehen wir erstmal in die City. Ich glaube, dieser
Wie heißt der Platz? Rasthof? Ich habe keine Ahnung mehr, wie das heißt. Wofür ist denn das? Sora, Donald und Goofy! Willkommen zurück und frohe Weihnachten! Frohe Weihnachten? Du meinst wohl frohes Halloween? Ja, natürlich. Halloween-Grüße von Jack Skellington, dem Kürbiskönig. Pardon, aber ich bin in Weihnachtsstimmung. Ich will dieses Jahr der Meister der Weihnacht sein. Und brauch dazu Niki Graus Segen. Deshalb bin ich unterwegs ins Weihnachtsland. Niki Graus? Ich glaube, er meint Nikolaus. Sind das nicht tolle Dekorationen? Dieses Jahr gehört Weihnachten uns! Aber zuerst müssen wir Sally besuchen. Sie arbeitet an etwas, ohne das kein professioneller Weihnachtsmann auskommt. Kommt mit, ich zeig's euch. Ein Weihnachten im Halloween-Stil. Sehen wir es uns mal an? Los, Beeilung! Halloween Town! Im Christmas-Stile. Ja, schöne Sache auf jeden Fall. So, der Platz hat nicht Rasthofplatz, sondern wie heißt es? Na, irgendwas mit F vielleicht doch. Was, irgendwas mit F war das dann, glaube ich. Keine Ahnung mehr. Hallo Doktor, wo ist Sally? Siehst du denn nicht, dass ich mitten in einem Experiment stecke? Hey, das ist viel zu schwer! Dann werfen wir es. Das lasst mal schön bleiben. Los, her damit. Und auch damit. Dummköpfe, jetzt ist mein Experiment in Rauch aufgegangen. Sally, bist du fertig geworden? Ich will es meinen Freunden zeigen. Tut mir leid, Jack. Ich brauche noch etwas Zeit. Oh. Na, kein Problem. Solange es bis Weihnachten fertig ist. Hör mal, Jack. Ich muss los. Ich muss so schnell wie möglich Niki Graus treffen. Es war schön, euch wiederzusehen. Bis bald dann. Den Nikolaus treffen? Hilf mir. Ich ahne, es passiert etwas Schreckliches, wenn Jack das in die Tat umsetzt. Also, das glaube ich auch. Sora? Gehören diese seltsamen Kameraden auf dem Platz zu euch? Hä? Was für Kameraden? Na, diese Spaßbremsen, die einem Halloween und Weihnachten versauen. Wie heißen die gleich wieder? Herzlose? Die gehören definitiv nicht zu uns. Aber Donald, Goofy und ich schaffen sie dir vom Hals. Und dann besuchen wir Nikolaus. Los, die Arbeit ruft. Ja, Sora hat richtig Bock gerade.
Und so auf den Nikolaus. Der bringt ja vielleicht schöne, tolle Geschenke. Boah, hier ist ja Epilepsy Warning nötig schon. Das ist krass, Leute. Ich hoffe, ihr habt nicht irgendwelche Probleme damit. Na, das bemerke ich während des Let's Plays hier bei Kingdom Hearts 2 hier bei Aufnehmulat hier öfter mal, dass irgendwelche Sachen am Flackern sind. Und ja, ist natürlich nicht ganz so schön. So, und jetzt hier. Wir sind hier gerade bei Dr. Funkenstein oder Funkstein oder wie auch immer. So, das hier ist jetzt hier mit Jacks Haus, arbeitet wie einmal frei. Das ist toll. So, hier ist wahrscheinlich eine Map drin oder so, denke ich. Sehr schön. Und jetzt, worauf ich die ganze Zeit hinaus will, ist, wie heißt dieser Platz draußen? F? Irgendwas vielleicht? Fallbeiplatz, ich wusste es, irgendwas mit F. Ihr Wesen, auf Befehl des Bürgermeisters, verlasst Halloween Town auf der Stelle. So hilf mir doch jemand. Ich bin nur ein gewählter Vertreter des Volks. Ich kann das nicht alleine schaffen. Jack! Wir machen das. Dann wollen wir mal. Besiege alle Herzlosen. So, wir räumen hier selbstverständlich auf. Oder zumindest versuchen wir es. So, werden wahrscheinlich auch wieder ein paar Mal von diesen Teilen hier angehittet. Und, oh, rein vom XP-Stand her würde ich sagen, dass diese Gegner hier schwächer sind als im Port Royal. Aber auch jetzt von der AP her gesehen. Ja, diese Gegner sind hier definitiv schwächer. So. Daher absolut kein Thema. Einfach voll draufrotzen. Oh, guck mal da. Da stehen auch schon mal Geschenke vor der Tür. Ist doch was Schönes. Oh, upsala. Ich dachte, wir könnten hier ein Action-Kommando machen. Dabei war das nur für die Schatztruhe gedacht. Oh, warte mal. Wir könnten nach dem Kampf einfach mal schauen, ob wir noch weitere Abilities ausrüsten können. Wir haben ja jetzt, glaube ich, ein paar neue bekommen. Und ich glaube, zwei Abilitamine haben wir noch übrig. Wie soll Niki Graus denn bei diesem Tohuwabohu die ganze Sache entspannt angehen können? Also gut, Leute. Niki Graus braucht Leibwächter. Denkt ihr, ihr kriegt das hin? Wir? Sicher. Donald ist nicht überzeugt. Und was bringen wir nächstes Mal mit? Einen ganzen Eimer Raupen. Oder was viel Grausigeres. Wer ist das? Eine alte Schachtel. Schweigt. Eine Hexe? Vielleicht könntet ihr drei mir nützlich sein. Kommt mit, Kinderchen. Ich lehre euch die wahre Bedeutung von grausig. Auf, ihr Leibwächter! Zum Weihnachtsland geht es da lang! Die Tür liegt im Wald, gleich hinter dem Friedhof! Was für eine gute Ortswahl das doch ist, ne? Das Weihnachtsland liegt hinter dem Friedhof, ja. Das ist eine gute Connection auf jeden Fall. Ist interessant, das überhaupt zu kombinieren, ne, irgendwie. Hä? Wieso? Diese Tür, die slappt mich die ganze Zeit. Dabei will ich nur die Geschenke haben! Ja, alles meins! Autsch. Ja, wir bekommen nicht wirklich Schaden. Aber ja, optisch sieht es natürlich ganz danach aus. So, Friedhof. Da gehen wir zunächst einmal hin, oder? Oder eine Sekunde. Vielleicht haben wir ja noch irgendwas vergessen einzusammeln. Vorhin habe ich hier zumindest noch einen Schatz gesehen. Bei dem Dings. Bei der Geodutine. Aber den haben wir ja gerade eingesammelt. So, daher. Ja. Daher eigentlich gar nichts. Hat er vorhin
kurz angemerkt, dass hier nichts so aussieht, wie es einmal war. Und tatsächlich habe ich recht. Selbst der Fallballplatz sieht halt nicht genauso aus, wie er mal war. Selbstverständlich ähnlich, aber dennoch schier anders. Gut, wir gehen lieber einfach mal zum Friedhof. Ich halte mal besser die Klappe. Ich versuche die ganze Zeit irgendwelche Sachen zu erklären, die voll unnötig sind. So. Angriffskraft wird geboostet. Das finde ich immer besonders geil. Mehr Schaden heißt gleichzeitig weniger Schläge. Und ja, das sollte, glaube ich, jedem klar wie sonst was sein. So, ich weiß, dass wir hier wahrscheinlich nicht lang können, oder? Nein, diese Tür ist definitiv verschlossen. Aber man kann es ja mal probieren, oder? So, hier spawnen wahrscheinlich nochmal neue Gegner gleich. Gehe ich mal ganz von aus. So, und? Neuer Spawn? Hä? Ach so. Sind immer noch Herzlose da. Herz? Ne, das war's auch schon. Okay. So, eine Sekunde mal eben. Wir hatten ja im letzten Part, glaube ich, hier Folge dem Wind bekommen. Und ich wollte mir das eben mal ganz kurz anschauen. 3-1 hat das. Wir haben im Moment das Monochrom. Monochrom ist eigentlich ganz chillig, ne? Heldenwappen, ja. Ich glaube, wir können das erstmal so lassen. So, da ist ein Item-Boost drauf. Haben wir eigentlich irgendwelche anderen Accessoires? Negativ haben wir nicht. Gut, dann Abilitamine haben wir wieder. Boah, wir haben sogar 3 Stück davon. Natürlich gebe ich alle wieder Sora. Wie soll das denn noch anders sein? So, Ability Sora. So, Luftmeuchler. Was ist das hier? Löst einen mächtigen Kombo-Abschlussangriff auf. Und, was? Löst einen mächtigen Kombo-Abschlussangriff auf einen einzelnen Gegner in der Luft aus. Theoretisch spricht wahrscheinlich nichts dagegen, oder? Ne. Können wir ruhig nehmen. Gut. Hinterland. Hier haben wir natürlich wieder einige Schätze. Ein Hypotion. Dann haben wir Mithriltropfen. Und ein Abilitamin. Ey, das ist Abilitamine. Die gibt es hier wirklich tatsächlich wie Sand am Meer. So, dann wollte ich mal eben kurz schauen, ob in Jiminys Tagebuch das separiert ist mit den Schätzen. So, und zwar, wir haben erstmal die erste Reihe hier kompletto. So, und ich schätze mal, die restlichen 6 Schätze, die sind im Weihnachtsland. Oder Winterland, oder wie auch immer. Hier ist sie, die Tür zum Weihnachtsland. Der alljährliche Halloween-Spuk kann mit der Zeit etwas ermüdend werden. Ich habe mich nach was Neuem gesehnt und das hier gefunden. Hinter dieser Tür liegt eine weiße Welt voller Wunder, wie ihr sie noch nie gesehen habt. Zuerst konnte ich meinen Augen nicht trauen. Alles war so neu und spannend. Na los, mach sie auf! In seiner Fabrik. Wollen wir? Ja.
Goofy weiß einfach nicht, was er davon halten soll. Einfach nur großes Fragezeichen. I don't understand, denkt er sich. Ja, gut. So, was haben wir hier? Ein Mogri. Was verkauft denn dieser Mogri hier eigentlich? Ability Ring. Erhöht Maximum AP ein wenig. So, Ingenieursring. Erhöht die Maximum AP merklich. Ein wenig merklich. Okay, zwei sind schon merklich. Einer ist wenig. Deutlich. Alter, was geht jetzt ab? So, erhöht Magiekraft ein wenig und erhöht die Dings... Oh, warte mal. Erhöht die Angriffskraft ein wenig. Mein Gott. Das sieht ja gar nicht mal so schlecht aus hier. Also, ich würde gerne einmal... Kann ich mir den überhaupt leisten? Ja, doch, ich kann ihn mir leisten. Doch, ja, kann ich. Irgendwie war ich gerade von dieser Zahl hier irritiert. Ja, dann bleiben noch 310 übrig. Ah ja, okay, alles klar, weiß Bescheid. 790 Taler haben wir. Ah ja, gut, jetzt macht das auch mehr Sinn. Gerade schon erschrocken ein bisschen. So, erhöht Maximum ein bisschen deutlich. So, ne? Ich glaube, das wäre es erstmal. Oh, wir können mal kurz gucken. Itemherstellung, alle wurden gesammelt. Wir bekommen für das Erreichen eines Sammelziels erstmal ein Finalelixier. Und das wäre es auch wieder. Keine Neuigkeiten, keine sonstigen Sachen. Ne? Wie sieht das aus mit Mogri? Übernehmen Sie? Haben wir da hier was? Was macht das jetzt genau? Das Ding hier? Ich kann mir das nicht mal angucken. Wie schade. Mitternachtskettchen ist bestimmt eine coole Sache, oder? Vielleicht, wer weiß. Gut, dann. Eben ganz kurz hier Sora, Equippen, Accessoires. Wir nehmen für Sora den Aquamarinring, da wir dort einfach eine höhere Dings haben. Angriffskraft. So, und dann theoretisch könnten wir auch... Ja... auch den Platinring zum Beispiel Sora geben. Allerdings sinkt dann auch unsere Angriffskraft leicht. So, ich hatte sowieso geplant, Donald das hier zu geben. So, und zwar können wir dann den hier austauschen, den Platinring damit. So, wunderbar. Ich glaube, Donald, Goofy hat gar nichts, oder? Doch, der hat auch so einen Sardonyx-Ring. So, haben wir hier noch irgendwelche Rüstungen eigentlich? Nein, auch nicht, ne? Adamant-Schild, ist gut. Oh, wir haben ja jetzt hier noch Kettenwächter. Den hatte ich mir doch selber geholt, oder? Ich habe den nur nicht ausgerüstet. Aber Siegesflocke war, glaube ich, schon die gute, ne? Die gute Route. Ja, definitiv. So, meine lieben, werten Freunde, ich würde sagen, wir machen ab diesem Punkt erstmal ein kleines Boyskin und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder, wenn es heißt Let's Play Kingdom Hearts 2 mit mir, dem Shardox. Wenn ihr wollt, könnt ihr dieses Video gerne bewerten. Würde mich auf jeden Fall freuen. Ansonsten sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Ne? Tschüssi.